gegrüßt und herzlich willkommen. Und jetzt gucken wir nochmal hier, ob es noch Hinweise gibt, beziehungsweise Hinweise, ob wir einen vergessen haben zu looten. Ich glaube es aber nicht, denn wir hatten ja, als wir gelootet haben, ja Verdochas Schlüssel. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht nachzugucken, aber vom Verdochas Versteck. Das will ich jetzt nicht irgendwie großartig noch nachvollziehen. In der letzten Folge habe ich mir den Schlüssel angeguckt und es sollen ja hier noch mehr sein. Noch mehr Wüstenräuber, die hier in der Nähe sind. Das haben wir ja in der letzten Folge in dem Logbuch ja sehen können. Hier dürfte es nicht. Geht es hier denn noch weiter? Es geht hier weiter. Toll. Ach, damit wir übrigens was besser sehen können, werde ich mal den Schlafsack ausholen. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, ich muss mich dann wieder umbeziehen. Gut, umziehen. Das hätte ich vorher machen sollen, ich weiß. Ausruhen. Nickerchen machen. So. Nicht Nickerchen machen. Bis zum nächsten Morgen. Gut, dass ich den Fehler gemacht habe. Dann kann ich mich ja mit einer besseren, hitzebeständigen Rüstung ausruhen. Beziehungsweise kann ich dann, nein, das ist weiter unten, das Ding. Vorbereitet in den Morgen starten. So, jetzt aber. Mal hier die Animation angucken. Da legt sich ja immer daneben statt da drauf oder rein. Zip, 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 bis zum nächsten Morgen. Und es werde Licht. Holen wir mal den Schlafsack aus Ziegenfell. Gucken wir mal zur Sicherheit auf die Karte, wo wir sind. Das müsste irgendwo, ach ja, richtig, hinter der Plantage. Das sieht nach Mauer aus und das geht irgendwie weiter rüber hier. Ich so, ach ja, das hat, glaube ich, so einen Kreis gezogen. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein, dass dann hier der Durchgang kommt? Bin mir nicht so sicher. Oh, hä? Wir waren hier. Waren wir hier? Oh. Gut, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Und zwar hier runter. Wobei ich doch hier schon war. Das weiß ich noch. Kann ich an dieser umgestürzten Karre hier erkennen, in der nichts mehr ist. Und hier geht es nach Amana. Ja, das hatten wir ja schon alles gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich habe nochmal geguckt und zwar Schlüssel zu Verdochas Versteck. Da gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte. Dann fällt mir gerade auf, dass ich noch hier ein Runenbuch der Wassermagier nicht gelesen habe. Aber davon habe ich ja gleich mehrere, ist mir aufgefallen. Gucken, noch eins. Okay, das hat wohl keinen Effekt. Und dann habe ich drei Stück. Das habe ich bei der letzten Folge auch gefunden. Dann werde ich mal weiter gucken, ob ich noch was finde. Nein, ich bin durch. Soweit. So, wenn es heißt, in der Nähe soll Verdocha sein. Oder also Verdochas Versteck. Dann werde ich auf gar keinen Fall hier in die Richtung rennen, sondern mal gucken, ob hier irgendein Versteck ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe doch hier alles schon damals abgegrast. Es sei denn. Nee, hier gibt es auch keine Höhle oder sowas. Nee, ich werde dann. Also in der Nähe heißt für mich nicht Kilometer, also zweistellige Bereiche. Ich werde wieder mal rübergehen zur anderen Nähe. Also wieder rüber über die Brücke, nein, Brücke nicht, hier über diese Höhle. Nähe. Oh, stopp. Wieso ist liegt denn hier plötzlich eine alte Münze? Ist die mir aus dem Sack gefallen oder was? Weiß ich jetzt nicht. Ja, was könnte mit Nähe gemeint sein? Da muss ich doch mal überlegen und mal hier das Ruckeln mal hier ausschalten.
Also ich muss es nochmal einladen, denn dauerndes Laden und Abspeichern macht hier das Ganze bei mir ein bisschen ruckelig. So, also. Ich habe mal ein bisschen Licht gemacht, damit man hier meinen Konterfei ein bisschen besser sieht. Habe mir auch frisch die Haare gewaschen. Okay, dann werde ich mal gucken. Also, ob es hier nicht doch irgendwo was gibt. Weil, und zwar ausgehend vom... Oh, da liegt noch einer. Habe ich bei dem was vergessen? Da ist nicht zu holen. Nein. Und manche sind schon weg, manche Leichen, und manche auch nicht. Okay, gut. Werde mich mal hier irgendwie begeben. Kann ja sein, dass irgendwo hier eine Höhle ist oder sowas, die ich bei den ersten Betretungen noch nicht gesehen habe. Also, Alain hat auch gesagt, sei nicht so schnell, guck mal genau hin. Am besten mit Fackel. Brauche ich aber nicht. Hier gibt es jetzt erst mal genug Sonne. Ja. Forschen, forschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwo sein muss. Kann ja nicht anders. Oder ich bin wieder so dumm. Oh, das sieht hier nach Plattform aus. Sehr abgeflacht. Oh, ich komme hier sogar hoch. Okay. Geht's da oben irgendwie weiter? Obwohl, ein Versteck würde ich doch niemals irgendwie auf dem Berg platzieren. Obwohl, es hieß ja auch, dass die auf den Bergen sein sollten. Na, ich war doch hier schon, oder? Das Ruckeln geht nicht weg. Gut, okay, das ist halt eben. Müssen wir damit leben. Tja, also. Große Frage, nächste Frage. Was machen wir dann? Da unten waren wir ja. Da unten, da. Ne, da. Ja, wo sind wir denn hier hochgegangen? Gekommen? Aha. Naja, da ist das. Okay, das Ganze mal ein bisschen schräg annehmen, damit ich hier nicht so komische Sprünge mache. So. Upsi Daisy. Gut, das war knapp. Gut, dann werden wir hier mal weitergehen. Vielleicht gibt es ja hier was. Vielleicht irgendwie eine Höhle in so einem Busch, obwohl die Büsche hier ziemlich klein sind. Ich finde es nicht. Hier geht es ja auch nicht weiter. Hier geht es ganz tief runter. Ich guck mal, ob ich irgendwann mal einen Hinweis finde, hier, wo was sein könnte. Dann schalte ich mich wieder ein. Ich habe, glaube ich, was gefunden. Und zwar bin ich jetzt hier durch, also von der Stadt kommt, beziehungsweise von den Wüstenhainis. War hier irgendwo drinne. Irgendwo habe ich eine Öffnung gesehen. Glaube ich, gesehen zu haben. Immer schön kreuz und quer gucken. Da! Oh Leute, das kann man ja auch nicht erkennen, doch. Okay, dann kann ich ja mal speichern. Ich sollte auch natürlich die Aufnahme starten, bevor ich weitermache. Okay, also, das könnte es sein. War ja, was habe ich? Alles gut, läuft. Ich glaube, ich muss ein neues Gothic Tips and Tricks generieren. Weil ich habe etwas herausgefunden, was die Performance eines Windows-Rechners erheblich verbessert. Ich muss mal gucken. Also, weil ich auch im Forum was gesehen habe, wo Leute sagen, oh, ich habe nur noch so und so viel FPS. Aber das ist eine andere Geschichte. Komme ich später noch drauf. Hier ist eine Tür. Das wird eine zu öffnende Tür sein. Ach, du liebes Bisschen. Das ist das in den Katakomben, wo ich schon vorher war mit den Wüstenräubern? Na, supi, klasse. Die habe ich mich doch gar nicht getraut. Oh, nee, ne? Jetzt kommen die alle auf mich zu. Wie spät haben wir es denn? 11.45 Uhr. Ich kriege ja auch in Höhlen, kriege ich ja hier eine Hitzeschlag. Ich muss mir was überlegen. Ja, okay. Schlafsack. Ah, da rutscht er weg. Halt an.
Halt an. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, da muss ich leider nochmal Schlafwerk hierher holen. Und ein bisschen weiter oben hoch. Mann, oh Mann. Also ich werde erstmal eine Runde schlafen, bis es dann soweit ist. Okay, 19.08 Uhr laut Gothic Zeit. 19.10 Uhr, gut. Wenn ich mit den anderen schon so Schwierigkeiten hatte, wieso soll ich mich jetzt mit denen hier anlegen? Kann mir das mal jemand verraten? Das ist doch eigentlich Selbstmord. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und außerdem muss ich ja wieder irgendwelche Pfeile und sowas kaufen. Sind die denn schon am Schießen? Noch irgendwie nicht, obwohl hier so eine Eingangstür ziemlich viel gute Deckung hat. Ich mach dich fertig. Okay, der haut ab. Haben wir da hinten noch einen? Okay, der prallt ab. Nee, das ist Suicide. Das ist Suicide. Ja. Also ich könnte auch von den Katakomben da unten rein, aber ich muss mir echt was anderes überlegen oder diese Quest nach hinten schieben. Ich guck mal ins Logbuch rein. Das Geschäft, na, das ist das mit den Sklaven. Mag ich nicht. Pantherjagd. Der normale Schaban hat Angst, dass die Panther seine Ziegen fressen. Vielleicht sollte ich da mal was machen. Dass wir da mal hingehen. Dann muss ich natürlich erstmal die Rune suchen, damit ich da wieder hinkomme. Das wäre dann, glaube ich, die hier. Nein, 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 nein. Wo ist die Nomaden? Wo ist die Nomadenklamotte? Oh. Okay, Schaban. Richtig, genau, das war ja hier Mercurius und da ist Schaban. Das heißt, wir hatten ja auch mal hier aufgehört und sollten eigentlich mal hier weitergehen, um zu gucken, ob wir hier Panthertjes finden. Werde ich mal speichern. Und weiter gucken, ob wir... Diese Sounds im Hintergrund, die verleiten. Dass hier eventuell dann Panther sind, weil ich sie nicht schon mal in einer anderen Folge vor Urzeiten mal gesehen habe. Die sollen ja sich irgendwo von irgendwas rumstürzen. Da ist ein Panther. Gut, okay. Der steht da noch und lauert. Und ich kauere hier hin und werde mir mal... Genau, richtig. Also, ich muss schon sagen. Diese Performance-Beschleunigung ist klasse. Wie schon gesagt, Tipps und Tricks. Jetzt wieder. Ach! Mann, oh Mann, oh Mann, Panther, Panther, Panther. Mach doch den Panther, alle. Wie viele sollen denn da sein? Weil dieser Panther hat überhaupt gar keine besondere Bezeichnung. Er hat ja null besondere Bezeichnung. Da hinten ist auch noch einer. So, ich werde jetzt mal so Raps Klamotten essen. Sehe ich gerade hier. Schinken. Bier von Sorab. Wein von Sorab, mein Gott, ich muss ja besoffen sein, weil ich vorher schon Grog und sowas getrunken habe. Also, Sorab-Sache. Und dann kommen die faulen Tomaten. Mal gucken, ob es da irgendwelche lustige Nebeneffekte gibt. Kann ja sein, dass mich das einstrengt, aber ich glaube nicht. So, Quest-Diebstahl. Moment mal. Tomaten von Sorab. Ja, Quest-Diebstahl von Sorab ist erledigt. Hatten wir ja schon im Falle von der Trollverwandlung gesehen. Speichern. Ja, und ich habe natürlich keine gescheiten Pfeile, um dass ich hier mal die Pentatjes, die muss ich alle wieder mehr händisch eliminieren. Ich glaube, das mache ich im Off. Einen lasse ich nochmal hier. Versuche ich nochmal. Oh Gott, so viel Energie hat mir das gar nicht gegeben. Wie kann ich jetzt drauf geachtet? Oh, 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 oh.
Der andere wird auch gleich wach, wenn ich zu nah bin. Okay. Gut. Den Hand haben wir auch erledigt. Okay, die anderen, die ich dann noch finden werde, werde ich im Off machen. So, wenn wir uns mal umgucken, habe ich hier schon einige Panther erlegt. Und dann geht es noch weiter runter hier in die Senke. Und so wie das aussieht, es könnte der letzte sein. Da hinten sehe ich nichts mehr. Gucken, ob wir ein bisschen antäuschen können. Ah, shit. Ich wollte eigentlich unwahrscheinlich zu spät ausgewichen. Schade, dass es nie so einen Seitenhoppler gibt. So einen Seitenhechtsprung. Oh, was eine Sau. Sorry. Yep. Das ist doch nicht der letzte, oder es kommt kein Questeintrag mehr. Ich weiß es nicht. Noch mal weiter. Vielleicht auch mal ein bisschen hier mit dem Besenstiel, hätte ich beinahe gesagt. Dann nicht. Oh, wow. Ich sollte mal hier auf meine Füße gucken. Nicht geht es hoch. Aha. Die stürzen sich herab auf die Schafe. Und die Greife. Den habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wie soll ich denn das jetzt wieder hinkriegen? Wie kann ich mich umziehen? Oh. Okay, ich höre ihn nicht mehr. Okay, schnell sein. So, Knüppel holen. Wo ist der Knüppel jetzt? Ah, der ist jetzt hier. Golem-Schutzrüstung, die ist jetzt hier. Okay. Nein, nicht im Bogen. Oder oben ist ein Greif. Ich glaube, ich mache am ersten Mal hier die Golems platt. Das sieht aus. So, da ist eine. Ich glaube nicht, dass es der einzige ist. Da ist er. Okay, ich hätte mich natürlich auch vorher ein bisschen regenerieren können. Das kann ich am besten jetzt machen. Und mal schauen, wo denn hier noch ein bisschen Gefahr ist. Da oben war ein Greif. Hier sind Greife noch, da unten. Meine, da unten ist noch ein Golem. Das sieht jedenfalls so aus. Ah nee, da sind so komische Steinhaufen. Na, super, klasse. Okay, dann kann ich mal hier wieder mit ohne Damage die Greife. Es hat aber gedauert. Oh, Stufe Gestiege. Das ist doch schön. Moment mal, wie viele Punkte hätte ich denn jetzt dann? Eine Stufe gestiegen bin, hätte ich dann, gucken wir gleich mal nach, 28. Falls das zu schnell ist, ihr könnt ja anhalten. Man hat ja schon so von vornherein so einen gerichteten Blick und weiß ganz genau, in welcher Position die einzelnen gewissen Punkte sind. Okay. Gut. Ach, hier haben wir die Greife. Warte ich mal hier in die Richtung gehen, nachdem ich abgespeichert habe. Vielleicht schaffen wir es ja noch, diese Aufgabe zu lösen mit den Panthern und den Greifen. Hier ist nichts mehr, was Greif angeht. Doch, da ist der, den wir von unten gesehen haben. Ich hab's doch fast geahnt, dass irgend noch eine... Sorry, muss auch mal sein. Denn Sterben gehört irgendwie zum Leben dazu, nicht wahr? So, hier war doch der eine Heinz. Wer ist näher dran? Du bist näher, okay. Gleich der nächste. Oder dieser hier. Oh, das sind gleich mehrere. Super klasse. Okay, ein bisschen hat es mich ein bisschen erwischt. Alter, gleich drei auf einmal. Damit sollte man das wohl aufnehmen können. So.
Dann der nächste, hier sind doch noch, ist doch noch so ein rechts ein Greif. Nicht zu holen. Achso, den habe ich schon geplündert gehabt. Und hier liegt einer. Was willst du denn? Dann gehen wir weiter mal in die 20 Minuten. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann müssen wir wohl hier in die Richtung hoch. Und auch mal wieder hier mit dem Bogen unterwegs. Wir rennen und rennen. Rennen, nicht laufen. Ärztelied. Rennen, nicht laufen. Hammermäßig. Obwohl, jetzt kommen wir ja ziemlich weit hoch in die Berge. Es könnte natürlich sein, dass hier noch ein Nomadenlager ist. Oder ein Banditenlager, besser gesagt. Es deucht mir so bekannt hier auch. Weil alles gleich aussieht. Es sieht alles gleich aus hier in den Felsen. Okay, hier gibt es ein paar Steinhaufen, die im Entferntesten so ein bisschen aussehen wie schwarze Trolle. Nein, hier war ich noch nicht. Du liebes Lieschen, schwarzer Troll. Umrüsten, glaube ich mal, ne? Ich habe ja schon die Golem-Schutzrüstung an, deswegen wundert es mich auch nicht, warum mich diese Greife dann schon gleich ergriffen haben. Bis zum Tod. Okay, hier ist diesmal der Ring der Geschwindigkeit. Und schwarzer Troll, Alter. Ich glaube, den kriege ich den. Ich hatte mal Trolle, hatte ich mal so. Nee, nicht schleichen, das ist Quatsch. Oder es ist... Oh, wieso denn das? Oder ich knüpple mit dem falschen Teil. Ich glaube, ich knüpple mit dem falschen Teil. Ich knüpple mit dem falschen Teil und muss mal wieder neu einladen, weil ich jetzt... Ja, das wird's nichts. Ich lade mal neu ein. Denn ein Troll zerbröselt ja nicht. Wo sind wir? Hier sind wir. Das ist der schwarze Degen. Was Besseres habe ich nicht als Einhandwaffe. Und sicherheitshalber nochmal hier. So. Und jetzt... Ach, vielleicht sollte ich nochmal vorsichtshalber was trinken. Ja, mit den Tränken ist es auch nicht ganz so lange hin. Das heißt, ich muss dann irgendwann wieder rüber nach Uga und mal ein bisschen was Tranktechnisches trinken. Kaufen, meine ich. So, da ist er. Ich könnte jetzt eigentlich auch die Sichtweite ein bisschen wieder verbessern mit F11 irgendwann mal. So, mal gucken. Mach mal hier die Breite. Ich versuche dir mal hier... Ja, siehst du, klappt. Versuche ich die mal hier in den Popo zu... Oh, das war gut. So, dann ist der auch gleich hin. Wunderbar, okay, die fallen immer nach hinten. Dann haben wir hier Fell eines schwarzen Trolls und Trollhauertjes. Ja, ist doch lecker gemacht, ne? Lecker gemacht. So, gibt es denn noch mehr Trolle? Beziehungsweise geht es hier noch irgendwie... da hinten waren wir noch nicht, oder? Oder doch? Geht es denn hier noch einen Weg hoch? Das sieht nach Ende aus. Ja, okay, das ist mir zu flach, da kommen wir nicht hin. So, und ich schätze mal, dass das wohl der einzige schwarze Troll hier in der Gegend ist. Also, ergo, gehen wir da oben wieder hoch. Wir dürfen auch nicht vergessen, uns wieder umzuziehen. Sonst wäre ich leichte Beute für... verbleibende Greife. So. Und weiter geht's. Mann, oh Mann. Was ist für ein Stern da? Das sind das Galaxien. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Okay, hier geht's nicht irgendwie... Alter, jetzt sind wir schon fast im Weltall. Guck, nur noch blau. Schreiben wir das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer von Roland. Paladin Roland. In der Odyssee, Auftrag des Königs. Und er befindet sich jetzt gerade
in einer unbekannten Region oder auch nicht. Sieht aus wie wieder wie diese eine Oase da. Gucken wir doch mal auf die Karte. Ich glaube, hier war ich schon mal. Gucken wir mal auf die Karte von Tadmor, wenn das die richtige ist. So, wo ist der weiße Strich? Der Pfeil? Ich sehe ihn nicht. Mal gucken, wenn ich ihn jetzt mal aus. Ah, da unten. Ach, bei der über der Mühle, neben über der Mühle, also zwischen Mühle und Amana. Okay. Gucken wir mal weiter. Stopp. Da ist die Mühle. Ja, was heißt denn das jetzt? Also es gibt viele Zugänge zu Rom oder Wege. Jetzt sind wir wieder ganz oben angelandet. Leute, ich gehe mal wieder weiter runter und gucke mal, ob ich dann den Sorab mal eine frohe Kunde machen kann. Also, bis später. Wobei, was sage ich denn? Ich brauche ja nicht laufen. Rennen geht. Teleportieren ist schneller. So, mal gucken. Malev. Ruslan. Nee, da ist er ja. Der ist ja bei seinen Zicklein und Ziegen, der Sorab. Ist doch logisch. Manuel Sorab. Nee, Shaban. Was sag ich denn von Sorab? Shaban heißt er. Was ist los? Ja, es ist was los. Zwei deine Panther sind tot. Die Greifen haben wir ja. Deine Panther sind tot. Du bist wirklich ein hervorragender Jägerfremder. Jetzt darf ich was lernen? Wenn du willst, kannst du jetzt lernen, wie man mit dem Bogen schießt. Ja, also ich glaube, ich kann es schon ein bisschen. Gucken wir mal, was er anbietet. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Bogen plus 15 Lernpunkte, Bogen plus 1, 2 Lernpunkte. Sieht da ganz gut aus. Gucken wir mal als erstes mal nach. Ob das überhaupt was nützt, wenn ich jetzt den Bogen als Schütze 35... Ich glaube, ich kann es voll machen. Ich... Ja, ist gut. Zeig mir den Umgang. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Richtig, 10 Lernpunkte. Dann sind wir auf 40. Dann sind wir auf 40 und gucken mal nach, ob da statt Schütze immer noch Schütze steht. Steht immer noch Schütze. Kacke, kacke, kacke. Naja, auf jeden Fall haben wir mal den Wert gerundet. Gucken wir mal auf die erfüllten Missionen. Greifenjagd und die Pantherjagd ist jetzt gemacht worden. Die Musik ist wieder. Teleport in Varant. Ach ja, das war ja das mit den Runensteinen. Das Geschäft. Das waren die Sklaven. Wassermagier Mercurius. Werbung um Selima. Da weiß ich noch nicht, was los ist. Vertrauen der Nomaden. Ich überlege gerade, ob ich dann nochmal zu Torres hingehe. Ich glaube, ich werde nochmal zu Torres nach, war das Nummer 8? Genau, Uga fetzen und dann mache ich die Musik nochmal an. Brauche ich gar nicht. Auf einmal ist er wieder auch schon... Schrott. Alarm. Es ist doch bald Halloween, da kann ich doch eigentlich tragen, was ich will. Menno, Menno, Menno. Manometer, wo ist die Klamotte? Wo ist die Nummer? Leichte, verstärkte, die ist rot. Gut. Oh, sorry, Leute. Mein Fehler. Popeler. Also, das ist jetzt echt klasse. Ich musste kein einziges Mal. So, seid ihr denn? Ja, ich hab das schon mal gehabt. Ihr lasst mich dann rein. Na, dann gucke ich jetzt mal, wo ich Torres finde und dann melde ich mich wieder. Tja, da liegt Tura am Pennen, Torres am Pennen und ich darf hier nicht rein, ne? Also, das ist schön doof. Das heißt, ich werde mal bis zum nächsten Morgen schlafen, mich aber nicht großartig entfernen von Torres. Ja, ja, wie so ein Fan, ne? Ich bin Torres-Fan. Schlafe gleich vor seinem Haus. So. Jupp, so, da gehen schon die Tätigkeiten los. So, Torres, danke.
Und dann gucken wir mal, kann ich bei dir etwas, wie ist mein Ruf in Uga? Kann ich jetzt nochmal zwischenfragen? Guck ich mal gleich. Wie ist mein Ruf in Uga? Nun, mal sehen. Iskara sagt, dass du tüchtig und zuverlässig bist. Du hast den Löwen jeder Tabor bewegen kannst, schon bald nach Uga zurückzukehren. Damit hast du dir das Wohlwollen der reichsten Händler der Stadt erworben. Du hast überall einen neuen Aufseher gefunden. Er muss zwar diesen Kuss bezahlen, aber trotzdem, ist er dir sehr dankbar, dass du ihm geholfen hast. Doch er ist dir dankbar, dass du seine Ernte gerettet hast. Die Tomaten von seiner Plantage sind in der Tat vorzüglich. Ich bin froh, dass du dich darum kümmerst. Gasparino erwartet noch was von dir. Geflohen ins Laden hast du bisher noch nicht eingefangen. Ich hatte dir den Auftrag gegeben, bei Dreuer unschädlich zu machen. Solange du das noch nicht gemacht hast, wird es schwierig für dich werden, mein Vertrauen zu gewinnen. Du wolltest uns das Mehl bringen. Ja. Wie lange soll ich noch darauf warten? Die meisten Bewohner sind noch skeptisch. Sie trauen dir nicht. Du wirst zwar schon von einigen Männern respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Tja, das ist halt eben noch zu machen mit dem Mehl. Das heißt, ich müsste dann zur Mühle rüber. Ich muss mir das in der nächsten Folge nochmal genauer angucken. Bis dahin, schreibt einen Kommentar und einen Daumen und wir sehen uns. Tschüss!